Werte zu denken. Dann ist es zu spät. Die Lüge hat bereits in den Herzen der Leute Wurzeln geschlagen. Also werden wir ihnen den Irrtum ihrer Herzen aufzeigen, indem wir euch eures ausreißen, Betrüger. Was? Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Was zur Hölle? Was? Die zuerst ausschalten. Komm. Sehr gut. Schnell. Ich muss raus. Das ist auch die Kacke. Wir haben absolut keinen Heiltrank. Wir haben keine Heiltränke. Warte mal, wir haben doch Heilungsmagie, oder? Alle. Heilung. Mag ich, wenn die richtig weiß. Alle. Heilung auf die Favoriten legen. Und die 1. Kultist. Kultistenbefehle. Orkischer Dolch. Niedlich. Stab des Schutzgeistes. Was zur Hölle war das denn, ey? Alter. Das war jetzt aber haarscharf. Muss ich mal sagen, ey. Die hätten mich da fast echt platt gemacht, die scheiß Kultisten hier. Slaughterfish Egg, Eisendolch, Stab der Flammen. Aber was hat es mit diesen Kultisten auf sich, verdammt Darkst? Das war jetzt sogar für mich neu. Kultistenbefehle. Hallo? Solstheim. Gaten Raven. An Bord der Nordmaid. Bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche Drachenblut, benannt als Karak, bevor er Solstheim erreicht. Kehrt mit der Nachricht eures Verfolgs zurück, dann wird Mirak sich erkenntlich zeigen. Was zur Hölle? Ich glaube, wir haben etwas zu tun. Das Problem ist, wir sind definitiv noch nicht stark genug, um das durchzuhalten. Was wir jetzt aber auf jeden Fall brauchen, zuallererst, ist ein Heiltrank oder ein paar Heiltränke. Wir haben ja jetzt ein bisschen Kohle. Also müssen wir jetzt so schnell wie möglich Heiltränke kriegen, weil die dürfen auf keinen Fall fehlen. Kann ich da rein? Nein, ist abgeschlossen. Braucht ihr Sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Wir mieten uns. Wir warten einfach am besten mal hier. Setzen uns mal hier hin. Und warten. Wir haben 1.49 Uhr. Wir warten 7 Stunden. Ich brauche unbedingt Heiltränke, bevor ich in diesen Dungeon reingehe. Beziehungsweise das Grab reingehe. Das wäre viel zu gefährlich, da einfach so rauszugehen und nachher wieder von irgendwelchen Pennern überrascht zu werden, so wie gerade eben. Seht euch nur gründlich um. Ich bin mir sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Gut. Ihr seht etwas blass aus. Könnte sich um eine Ataxie handeln. Die ist zu Hause in Cyrodiil ein ziemliches Problem. Verkaufen. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Ja. Geh mal her. So, wir brauchen Zaubertränke und zwar schwaches Gift brauchen wir nicht. Magika, Gesundheit, wie viel kostet's? Boah, 212. Puh, du Kacke, Alter. Der kleinen Heilung, davon hast du 6. Die nehmen wir alle. Ja, und dann bleibt uns ja auch nichts übrig, das müssen wir auch mitnehmen. Gut. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Warte mal. Bitte entschuldigen.
Solange ihr hinter euch aufräumt, ihr wisst, wie man es benutzt. Natürlich. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. So, wir brauchen... Was haben wir denn? Das sind... Beschwörung verstärken. Was macht Nirnwurz? Ich verkaufe Heilmittel gegen alle... Ausdauer-Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Nichts. Nichts. Verdammt. Gesundheit senken. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Mist. Ach. Beschwörung verstärken. Heilmittel für gewöhnliche und so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Damit können wir nichts weiter anfangen. Ja. Zutaten für einen Heiltrank wären gut. Manchmal weiß man dafür braucht. Ich habe mehrere Elixiere im Angebot. So etwas in der Art. Ich wurde zwar nicht offiziell in der Schule der Wiederherstellung unterrichtet, aber etwas Ebenbürtigem. In diesen Mauern habe ich alle nötigen Zutaten, um einen Zaubertrank gegen so gut wie jedes Leiden zu brauen. Hätte ich einen Septim für jeden Fall von Felsenhaxe oder Sinnesfluch, den ich seit der Eröffnung dieses Ladens geheilt habe, wäre ich jetzt eine reiche Frau. Hm. So, okay. Die gedacht nach Zürde. Ich kann euch sicher das eine oder bisschen trainieren andere wäre vielleicht gut. Ja, einmal lernen was. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Genau. Zutaten. Mhm. Bücher. Gesundheitssenken. Ah, Gesundheit wiederherstellen, das ist sehr gut. Das wollen wir nämlich haben. Zwar Objekte, Bücher, das kennen wir schon. Gesundheit wiederherstellen, blaue Libellenflügel und verkohltes Skiverfell. Okay. Gut. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Wir haben ja jetzt schon mal ein paar Heiltränke gekauft. Wir gehen jetzt nochmal in das Handels... in den Handelskontor rein. Und sorgen dafür, dass wir hier auch noch ein bisschen Stuff kriegen. Vielleicht schaffen wir es ja. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ja. Alles stimmt. Was habt ihr jetzt verkauft? Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Ja, ja. Schön. Zaubertränke. Du hast doch bestimmt ein paar Heiltränke. Sehr schön. So, was können wir dir dann verkaufen? Du kriegst die Axt hier. Die Amethysten. Warum nicht? Das Tagebuch wollten wir auch noch lesen. Die Bergblume kannst du haben. Das Brot, die Dingens kannst du haben. Wir brauchen eh nicht alles. Das können wir weg. Das behalten wir mal, würde ich sagen. Das kann weg. Der Diamant bringt uns Kohle. Die Trüche behalten wir. Die Drachenknochen behalten wir auf jeden Fall. Den Eisenbarren behalten wir. Wie viele Nordpfeile haben wir denn? 37. Eigentlich viel zu wenig. Das Frostbissgift verkaufen wir. Die Seelensteine will ich eigentlich behalten. Aber die kriegen wir eigentlich auch immer wieder. Gesundheit senken. Die verkaufen wir mal. Das machen wir gleich noch zu Leder.
die Steine verkaufen wir, die gegrillte Hühnchenbrust verkaufen wir, den Seelenstein verkaufen wir, das behalten wir auf jeden Fall, das Leder behalten wir. Hier ein bisschen was zu futtern kannst du haben. Warum ich hier Lehm habe, keine Ahnung. Käse, ja, Nordmet kannst du haben. Orkischer Dolch. Verkaufe ich dir auch mal 10 Kartoffelchen. Häschen, Bergblume. Das wollte ich mir noch durchlesen. Den kannst du haben. Die Spitzhacke behalte ich. Den Stahlpfeil kannst du haben. Tomaten. Das Fleisch kannst du haben. Mhm. Den Wein kannst du haben. Den Seelenstein. Den Seelenstein auch. Wolfs behalten wir. Das kennen wir schon. Behalten wir, behalten wir. Zaubertrank der Gesundheit. Behalten wir auch. Beschwörung verstärken, verstärken, verstärken. Magieresistenz. Gesundheit wiederherstellen, das sollten wir eigentlich behalten. Dann kann ich das mal nachgucken. Gut. Was hast du denn sonst noch hier so Schönes? Mhm. Gucken wir es einfach mal ganz schnell durch. Boah. Ist natürlich auch teuer hier, was der hat. Aber gut. Das kommt wieder. Tun wir doch. Wenn wir wieder was zu verkaufen haben, was du gebrauchen kannst, hoffe ich mal. Okay. Gut. Das wäre erledigt. Der Himmel ist wieder schwarz. Hm. Was gab dir denn so? Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch. Ach, halt's Maul, kleine Ratze. Was hast du denn dabei? Nichts Interessantes. Kultist noch irgendwas? Nein. Den Stab könnte ich aber mitnehmen. Stab der Flammen ist ein bisschen was wert. Nehmen wir mit. Auf nach Skyrim. Ja, ich weigere mich vehement, diese scheiß Namen hier, die sie wirklich... Wie kann man nur Namen mit übersetzen? Schutzgeist nehmen wir mit. Zauber, Frostresistenz. Nö. Gut, nachdem wir das geschafft haben und uns auch wieder mit Heiltränken eingedeckt haben... Wir haben ja jetzt auch die Heilung hier drin. Genau. Die legen wir mal auf die 6. Da ist das kaiserliche Schwert. Ah, gut. Alles klar. Vielleicht kann ich mir aber auch... 1 ist das Schild. 3 ist das Ding. Da ist der Bogen. 4. 4 lege ich mal die Heilung drauf. Und 5 lege ich mir mal die... Heiltränke drauf. Das dürfte eigentlich gehen. Gut, wir haben immer noch 2000 Gold. Die möchte ich aber nicht unbedingt für ein Pferd jetzt schon ausgeben. Das mache ich später. Und zwar dann, wenn wir wirklich auch genug Geld haben. Also wenn wir so 4000 haben, dann gebe ich wahrscheinlich was auch dafür aus. Ich finde das ja hier geil mit, dass es mit den Mods wirklich auch mal aussieht wie ein bisschen Wald und nicht alles so Ödland und Steppe und sowas. Das sah sonst echt ein bisschen trostlos aus. Das sieht so wirklich eigentlich ganz cool aus. Jo, hier, das sieht doch geil aus. Das kann mir doch keiner erzählen. Ein bisschen grün darf die Landschaft auch ruhig mal sein. Also so ganz trostlos und grau, wie es sonst eigentlich hier immer ist, finde ich, muss es nicht unbedingt sein. Also man darf auch ein bisschen Natur haben. Und das hat man hier halt jetzt dadurch reingebracht. Also das Modpack, was ich hier drauf habe, ist halt wirklich eine Collection of Mods. Und ja, ne, die tut so ihre Aufgabe, würde ich mal behaupten. Wir gucken mal hier in das Riesenlager rein. Da sehe ich noch ein paar Schmetterlinge. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was mitnehmen. Brauchen auf jeden Fall noch die Skiva-Fliff. Schön wäre es auch, wenn ich irgendwo meine Erzader finden würde, aber ich befürchte, dafür muss ich in eine Mine reingehen. Hier ist nichts. Nein, schade. Manchmal findet man auch überirdisch so ein bisschen was, aber das ist wirklich selten. Ich steck mal das Schwert weg. Biesterventil entdeckt. Ja, ich glaube nicht, dass der... Hm.
Gehen wir mal weiter.